liebe Fußballfreunde, heute mache ich das Training und wir haben für euch 5 Aufgaben vorbereitet. Die erste Aufgabe geht so, mein Gehilfe macht es vor, man lässt den Ball einmal auflaufen, dann schießt man. Einmal auflaufen, dann schießt man. Einmal auflaufen, dann schießt man. Kann ich das so machen, Tom, wenn ich das gut kann? Ja, dann. Okay, wer es nicht so gut kann, so, oder? Ja. Okay. Kommen wir auch schon zu der zweiten Übung. Die zweite Übung geht ein bisschen schwerer zu. Man muss Gleichgewicht halten, okay. Mit einem Bein fassen. Dann nimmt der andere den mit zwei Beinen an und schießt dann mit einem Bein den Ball wieder zurück. Bein? Also Beinfüßen? Der Sinn der Sache ist, dass man mit einem Bein schießt, um mit beiden dann den Ball anzuhalten. Okay. Dann kommen wir zur dritten Übung. Die dritte Übung geht so. Jeder macht das nach, was der macht. Auch so. Okay. Ja. Dann kommen wir zur vierten Übung. Die vierte Übung ist so. Wir nehmen jetzt mal die Flasche. Und der Sinn der Sache ist, dass man über die Flasche drüber macht und genau gerade zu den anderen. So? Ja. Quasi lupfen. Ja, ganz genau. Okay, also Fuß oder den Ball, gell? Ja. Und hoch damit. Okay. Dann kommen wir zur letzten Übung, zur fünften. Und das heißt Fußballkegel. Jetzt könnt ihr euch bestimmt schon vorstellen, was wir machen. Es ist eine sehr, sehr einfache Übung. Aber man macht es 10 oder 5 Mal. Wer am Ende die meisten Kegel umgeworfen hat, ja, im Flaschen benutzt, der hat gewonnen. Okay, erster Schuss. Der Schuss. Und dritter Schuss. Jeder darf 3 Mal dabei schießen. Am besten immer auch volle Flaschen, gell? Die stehen nämlich besser, gell? Ja. Aber keine Glasflaschen, die gehen nämlich kaputt. Plastikflaschen ist gut. Das war das Training für heute. Und jetzt habe ich noch was für euch zu sagen. Ihr dürft euch auch selber Übungen ausdenken und dann vormachen bei YouTube. Tschüss. Tschüss.